Drachentöter. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Wolfgang Pichler über seine Erfahrungen als Autor, Musiker und Psychotherapeut. Und los geht's. Dann bin ich froh, dass ich mich heute in den, wie soll ich sagen, in den heiligen Hallen, war ein bisschen übertrieben, aber in der Küche beim Wolfgang befinde. Hallo Wolfgang. Servus, grüß dich. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, wer ist der Wolfgang? Wo kann man dich treffen? Wer bist du? Wer bin ich? Ja, das ist eh schon eine, ich würde mir antworten, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das ist ja auch so mein Spruch, den ich lange Zeit auf WhatsApp so auf meinem Dingsprofil stehen gehabt habe. Wer bin ich? Das sind verschiedene Ebenen von dem her, wo ich sage, mein Gott, ich bin Vater von 3 Kindern, auf die Tiere stolz bin, die sind mittlerweile erwachsen und leben ein gutes eigenes Leben. Ich bin vom Job her Psychotherapeut für analytische Psychologie nach C.G. Jung und das jetzt zu circa 20 Jahren. Hab da eine freie Praxis in Wels. Dann trifft man, wenn man sagt, wo trifft man mich? Na, wenn man mal nachgeht, trifft man mich des Öfteren im Tonstudio, weil das ist gleich bei mir in der Nähe, da, beim Ray Carlton. Bin nebenbei, neben meinem Job Liedermacher, wo ich so Themen, sage ich mal, aus meinem Therapiealltag ein wenig einbaue, so sei es jetzt Depression, Magersucht, Burnout, da habe ich und dergleichen, da habe ich 2 CDs bis jetzt ausgebracht, die gibt es auf alle möglichen Plattformen zum Anhören. Dann tue ich so nebenbei, wenn man wieder mal fad ist, Buch schreiben. Das ist wirklich so, wie ich sage, wenn man fad ist, weil das war bei alle 3 Büchern fast so, die ich bis jetzt geschrieben habe, da bin ich an einem Tag da gesessen und mir denkt, mir ist fad, also schreib einmal was. Und so sind zumindest 2 von den 3 Büchern genau ganz und gar entstanden. Und das war ganz spaßig. Das sind aber dann keine Corona-Projekte gewesen, oder? Nein. Die Corona-Zeit war grenzgenial, klasse. Also ich, wenn es nach mir ging, können wir das gleich wieder machen. So eine schöne, starre Zeit. Nein, das allererste Buch, das habe ich 2006 ausgebracht. Das ist Harry Potter. Aus der Sicht der Tiefenpsychologie. Das zweite Buch, Der Meister oder Psychotherapeuten sind auch nur Menschen, das ist ein Roman, den habe ich 2016 geschrieben. Das war so ein Langeweile-Projekt. Und das dritte Buch, das aktuelle, habe ich vor, das werden schon wieder, glaube ich, 3 Jahre geschrieben. Das Aus-die-Maus-Ratgeber für ein richtig mieses Leben. Also das sind 12 Kapitel, wie man das Leben gründlichst gegen die Wand fahren kann. Also immer da so denkt, naja, es gibt eh schon so viele Bücher von Glücksphilosophen und tralala. Jetzt habe ich mir gedacht, drehen wir es einmal um, wie so angelehnt ein wenig so ein Paul Watzlawick-Anleitung ans Unglücklichsein. Wie muss man es denn anstellen, dass man garantiert ein mieses Leben generiert? Und das war wirklich ein tierischer Spaß. Das habe ich zusammen mit dem Thomas Hartl geschrieben. Und das war ratzfatz fertig. Also wirklich so schnell habe ich noch nie geschrieben, weil der Thomas Hartl, der hat mich einfach so einzwickt, dass er gesagt hat, er möchte jede Woche ein Kapitel. Und so war das ganze Buch in 16 Wochen fertig. Das war, mir hat zwar dann der Kopf geraucht,
Aber es war eine spaßige Geschichte. Und das ist so das, was ich so in den letzten Zeiten so freizeittechnisch neben dem Motorradfahren und so ein wenig betreibe. Und ja, und ansonsten ist es einfach so, ich bin halt von Natur aus chronisch neugierig. Also am besten immer wieder was Neues ausprobieren und studieren und lalala. Also das ist einfach wirklich klasse. Gehen wir nochmal zurück zum Harry Potter. Wie lange hast du da dran geschrieben? Beziehungsweise wie lange war da der Prozess von der Idee bis zum Starten und... Naja, der Harry Potter, das war, muss ich fairerweise sagen, das war eigentlich primär die Abschlussarbeit für einen Psychotherapeuten. Und da habe ich mir gedacht, na, wenn ich jetzt schon so eine üppige Arbeit schreiben muss, dann schreibe ich es gleich so, dass man es dann als Buch verwenden kann. Und dem, das ist eher wirklich ein Fachbuch, wo halt ganz viele Verknüpfungen sind zur jungschen Tiefenpsychologie. Da habe ich schon, glaube ich, ja, ein Dreivierteljahr geschrieben dran. Also klassische Dissertation halt im Endeffekt. Ja, genau. Aber ich finde nicht so gespreizt, also dass man es wirklich frei nicht lesen kann. Also ich habe mir so eine oder andere Dissertation, wo du denkst, ja, ist eh schön, aber das kannst du nicht lesen. Ich versuche schon, aber in meine Bücher so, dass es in einer Sprache geschrieben ist, wo man gut mit kann. Weil, ja, muss ja nicht da, weiß Gott, wie gespreizt und mit, weiß Gott, was für ein Vokabular da unterwegs sein. Ja. Und was war dann die Motivation für einen Roman? Naja, das war auch eigentlich so, da bin ich öfters mit Thomas Hartl da in Linz in einem Beisel gesessen und irgendwo haben wir dann so spekuliert, naja, was tun wir denn jetzt noch mit unserem Leben? Was jetzt? Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ja ein interessanter Gedanke für ein Buch, weil das her ja in der Arbeit auch wieder so speziell Leute in der Lebensmitte, wo du dann sagst, die alten Werte verlieren immer mehr Griffigkeit und du hast aber keine Neichen. Und das ist ja eigentlich die Krise der Lebensmitte, nicht? Weil das Alte nimmer, aber nicht wissen, was dann. Und das dann da dann nachzugehen und schauen, okay, ja, was mache ich mit meinem Leben jetzt dort? Und aus dem und in Kombination mit ein paar fiktiven Fallgeschichten aus der Arbeit, ich meine, habe ich das Buch dann zusammengezimmert. Manche haben mir dann schon gesagt, ob das eine Autobiografie ist. Ich sage immer wieder, nein, ist es nicht, aber die Leute glauben es nicht, weil es kommen so ein, zwei, sechs Szenen auch vor und das ist ja dann gleich recht bekannt, da hat der Herr Therapeut, der da um und umvögelt. Aber ja. Aber heißt es nicht immer, das erste Werk ist immer ein sehr autobiografisches Werk, was man schreibt? Ja, es ist, ich glaube, autobiografisch, natürlich, so wenn man das Buch liest, findet man ganz viele Parallelen zu mir, weil der Therapeut da drin, der redet in etwa so mit den Leuten, so wie ich es genauso mache. Und ich habe von mir grundsätzlich den Anspruch, wenn mich ein Klient oder ehemaliger Klient auf der Straße trifft, dann wird er mich um kein Deut anders erleben wie in der Praxis. Das ist für mich ein Grundanspruch, also Authentizität. Das. Und im normalen therapeutischen, wenn wir so stark im therapeutischen drinnen sind, was unterscheidet die analytische Psychologie von der klassischen Psychologie oder von dem, was man sonst so kennt? Naja, die sonst so kennt, es gibt mittlerweile, glaube ich, 27 Therapierichtungen in Österreich. Also, da, wenn wir da jetzt anfangen, das alles zu differenzieren,
Da braucht man nur ein Bandl. Ich sage, also ich bin nicht wirklich stark drinnen in der ganzen Geschichte und ich kenne im Prinzip so ein, zwei Variationen im Sinne von Familienaufstellung und dieses und jenes und so weiter. Also das, was die Gebietskrankenkasse mehr oder weniger halt von sich gibt in irgendwelche Therapieformen, versus dann halt alle anderen Geschichten. Ich meine, das ist ja beim Massieren ja genau dasselbe, da gibt es ja dieses, jenes und so fort. Ja, man kann jetzt sagen, gut, Tiefenpsychologie hat einerseits schon, ist sehr bezogen auch auf das Unbewusste, was zum Beispiel, wenn man sagt, Verhaltenstherapie sehr, viel weniger Rolle spielt. Traumarbeit ist da ein wichtiges Element, also die, wie der Freud schon gesagt hat, die Via Regio, die Königsweg der Seele, die Traumdeutung, Traumarbeit. Aber letzten Endes muss man sich dann eh breiter aufstellen. Also ich glaube, dass man heute, dass jemand nur ganz klassisch und orthodox nur diese eine Richtung praktiziert, das sind. Es ist eine kleine Minderheit, weil es einfach immer wieder, wenn man heute fragt, was für tolle Sachen von der Hirnforschung jetzt da bekommen, das muss man ja alles ein wenig hereinbringen in das Ganze. Das ist so, der C.G. Jung hat ja immer so schön gesagt, man muss als Analytiker sehr viel wissen, um in der Begegnung mit dem Menschen alles zu vergessen. Ja, aber das ist es einfach auch so, dass man da nicht mit Schema irgendwas da an einen Menschen herangeht, sondern du musst jetzt mal bei Null anfangen. Und das ist ja auch meine Grundhaltung, die man so, ich finde das ja aber so cool, meine Grundhaltung von der Therapie ist, bevor ich die Tür aufmache, dass wer einer kommt, frage mich selber, so, und jetzt pass mal schön auf, was der oder die heute lernt. Und das finde ich wirklich cool, weil es ganz viele Leute, die kommen nicht zufällig zu dir, die haben was mit dir zu tun. Wer kommt klassischerweise zu dir? Hast du das also eher Standard-Klienten-Schema oder ist das von bis? Von bis, also ich habe, das ist, da habe ich wirklich von bis, also allein wenn ich so die Berufsgruppen, ich habe Universitätsprofessoren da gehabt, ich habe Oberärzte, Generaldirektoren, Straßenkehrer, Ex-Knackis, die ganze Bandbreite. Also. Und das ist ja das Coole an der ganzen Geschichte, weil man einfach über so viele Breiten, so viele Lebensorten ein wenig mitgehen kann und wo du dann denkst, aha, ja, so kommt man eigentlich auch leben. Also Grundnummer dem Rollenspiel wirklich eh nicht so ganz unähnlich. Also. Hast du da so ein, zwei herausragende Begegnungen, die du teilen kannst? Ich tat mir jetzt schwer, dass ich sage, ja, da fällt mir genau diese Person ein. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich kann sagen, und das ist nicht, weil ich mich jetzt aufblasen tue und weiß, schaut's mir her, wer ich bin. Ich habe sicher in diesen 20, und es sind ja mehr, ich habe vorher schon auch was anderes gearbeitet, sicher schon ein Dutzend Leute das Leben geredet. Und allein das ist, also drum, ich brauche mir in meinem Leben die Frage, was ist der Sinn meines Lebens, wirklich nicht stellen. Also da brauche ich nicht spekulieren. Und das ist, dafür bin ich zutiefst dankbar. Das heißt also, das Thema Midlife Crisis war in keinster Weise irgendwie relevant. Midlife Crisis. Ich meine, es gibt immer wieder Zeiten, dass man fad ist, aber Midlife Crisis, also, das ist, ich habe immer schon eine besondere Affinität auch zum Tod gehabt. Und ich sage auch jetzt so, wenn ich heute auf die Nacht ins Bett gehe und in den Schachtelhupf und morgen nicht mehr munter werde, dann sage ich, ab nach Hause, freu mich. Gehen wir ein bisschen zu was anderem, und zwar, du hast vorher erwähnt, du bist ja ein Musiker.
und verknüpfst die Inhalte ja sehr stark mit dem Berufsleben natürlich. Hast du dann die Lieder selber geschrieben? Spielst du selber, beziehungsweise was spielst du für Instrumente oder singst du? Lieder selber, das schreibe ich alles selber, also die Texte sowieso und die Grundmelodie, das schreibe ich alles selber. Das fällt mir auch sehr, sehr leicht, weil das, ja, ich bin sehr, sehr stark intuitiv. Es ist öfters so, wenn ich in der Arbeit fahre, wenn ich ein Radl mittendrin fahre, ich habe eine Melodie im Ohr, dann bleibe ich stehen, zücke das Handy, singe mir es auf und dann fahre ich wieder weiter. Und so entstehen meine Melodien sehr häufig. Und die Texte, die schreibe ich halt dann, das Schreiben fällt mir sehr leicht. Das geht ratzfatz. Und dann gehe ich ins Studio. Da habe ich eben einen Ray Carlton, der ja wirklich ein Vollprofi ist. Der hat ja, was weiß ich, mit Michael Jackson früher gespielt und mit den Commodores und was weiß ich, was alles. Mit dem bin ich im Studio und das muss ich wirklich sagen, da sind viele meiner glücklichsten Momente meines Lebens. Weil wenn man da so gemeinsam was generiert, also so erschafft, so ein neues Lied, und da haben wir aber wieder so einen wirklich grenzgenialen Studiomusiker einfach auch dabei gehabt, den Daniel, der sitzt sich einfach hin und hat keine Noten und gar nichts und sagt, na, wie willst du das? Und spielt da was runter, wo du einfach nur mehr klare die Ohren kriegst, weil es so fesch ist. Das ist einfach cool. Also. Ich habe gestern gelesen, dass ja ein alteingesessener Musiker in Amerika drüben gerade eben verstorben ist, ein sehr bekannter offensichtlich mit 88 Jahren. Und der war von Motown Records ein ziemlich bekannter, weiß gar nicht, ob er was gespielt hat oder gesungen hat. Fakt war das, dass er erzählt hat anscheinend einmal, dass seine Frau ihm am Anfang nie geglaubt hat, dass er um Mitternacht ins Studio geht, damit sie die Musik aufnehmen können. Ist das bei dir auch so nach dem Motto, du fährst in die Firma so gesehen, also sprich in zu dir zu deine Therapiesitzungen und bist dann nachher dann im Studio bis um 4, 5 in der Früh oder so? Na, bis um 4, ich bin kein Nachtmensch, das halte ich nicht aus bis um 5 in der Früh, weil spätestens Mitternacht ist sowieso Ende. Ich habe ja meine Therapiezeiten sehr geblockt. Jetzt habe ich auch oft sehr viel Zeit über, wo ich dann einfach umgehe ins Studio und oft nicht selten auch schon mal sturzbetrunken dann wieder heim. Das ist auch recht fein, dann brauche ich halt doppelt so lang, bis dass ich heimkomme. Mhm. Und es hat sich ausgezahlt. Und das, aber es geht nicht mehr so recht, weil ein Whisky vertrage ich jetzt nicht mehr so. Also jetzt wird es gesetzt. Also nicht mehr so viel wie früher. Nein, das nicht mehr. Aber es macht immer noch sehr Spaß. Aktuell ist halt leider der Studiomusiker, der Daniel, nicht verfügbar. Darum steht es gerade da ein wenig. Und darum habe ich mir auf die Schiene aufs Podcast machen auch ein bisschen jetzt verlegt, dass ich jetzt da so Themen aufgreife, wo ich so das Gefühl habe, die sind wirklich, sind es wert, dass man die ein bisschen thematisiert, weil es die Leute unter den Nägeln brennt und einfach, ich meiner Empfindung nach, einfach eine kapitale Orientierungslosigkeit aktuell in der Gesellschaft ist. Und da tue ich halt ein bisschen geschafteln und werde dann im Folge auch so die ein oder andere Kapitel von meinen Büchern zum Besten geben. Das war so mal der Plan. Also, ja, ist mich gefreut. Also in der nächsten Zukunft dann einmal? Genau, also im heurigen Jahr jetzt auch die erste Folge so mit von Muttersöhnchen und Erbsenprinzessinnen, das habe ich jetzt einmal so weit im Kasten. Das werde ich jetzt dann die nächsten paar Wochen einmal online stellen. Ja, und dann schauen wir mal, was mir einfällt. Also, genau. Ja, wunderbar, jetzt reden wir schon 20 Minuten und kommen wir jetzt zu dem Thema, weil du gesagt hast, du bist ja dem Tod ja sehr nahe, was das betrifft. Wir haben im Rollenspiel ja das Thema, dass wir ja sehr oft Situationen bespielen,
die mitunter ein bisschen wehtun können. Also sprich die ganzen Horrorgeschichten, sei es noch H.P. Lovecraft oder ähnliches, oder klassisches Alien und so weiter, haben wir immer das Thema, dass wir ja auf der einen Seite was nachspielen wollen und eventuell annähernd erleben wollen, was vielleicht der Gruselfaktor oder Horrorfaktor ist. Auf der anderen Seite sie natürlich hoffentlich nicht in der Situation schon mal befunden haben, damit wir das erleben können. Und dann will man es ja eh oft und nimmer. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch das Thema, dass man ja oft mit Leuten am Tisch sitzt, wo man auch nicht weiß, wie kann sich sowas auswirken. Gehen wir mal in die Richtung, wenn jetzt wer mit einer Situation konfrontiert ist, wie es zum Beispiel bei H.P. Lovecraft oft ist, Mensch kommt irgendwo hin, sieht das Übernatürliche oder das erste Mal in seinem Leben ein Leich oder ähnliches. In den Systemen wird das oft so dargestellt im Sinne von, ja, Kreislaufschwäche, irgendwas anderes. Wie hast du das empfunden oder wie kriegst du das mit, wo Leute in Extremsituationen, mit denen sie nicht umgehen können, dann wirklich reagieren? Körperlich, psychisch, so ein bisschen so in die Richtung. Naja, eine wesentliche Form, wie der Mensch oft damit umgeht, wenn Situationen oder Erlebnisse nicht integriert werden können, ist halt dann, dass man es anspaltet. Das ist ja das klassische Trauma dann. Trauma, so wie ich es ein schönes Stück weit verstehe, ist ja einfach ein Erleben, das so intensiv und ist, dass es vom Bewusstsein nicht integriert werden kann und dann spaltet man es einfach ab. Also, aber das tut man nicht bewusst. Man kann nicht bewusst abspalten. Geht nicht. Und das passiert dann mehr oder weniger. Und dann kommt es halt später oft einmal wieder dann. Und dann kann man sich Stück für Stück dem annähern und mit diesen Bildern dann arbeiten, dass dann schön mit einem kommoden Tempo diese Bilder, diese Gefühle, diese Erfahrungen allmählich integriert werden können. Und das, wenn man vom Trauma so spricht, ist ja das ein wesentlicher Faktor, ja der, dass man so erlebt, man ist dem so machtlos ausgeliefert und so handlungsunfähig. Und die Richtung, dass man das wieder verändert, ist eben, dass man dann das so hernimmt. Ich mache es aber ganz gern so in die Therapien, dass ich sage, stellen Sie sich noch vor, Sie sind der Herr dieses Films. Sie haben die Fernbedienung mit Pausetaste, Standbild und Sie können auch zack, bumm, sofort ausschalten. Und dann spult man Bild für Bild einmal weiter und dann gehen wir mal schon klar was zu diesem Bild und wie wollen Sie es denn jetzt gestalten? Und je mehr das dann gelingt, desto mehr verliert sich dann auch die Dramatik und das ist, man kann es fast ein bisschen so vergleichen wie bei der Verhaltenstherapie mit der Spinnenangst. Du fängst da zuerst an, dass du sagst, okay, Spinnenangst, du tust da vielleicht einmal ein Spinnenbild als Bild auf dem Computer auf, dass du es aber anschaust, dann aufs Handy mal eins, dann tust du einen weiteren Schritt, dass eine Gummispinne mal auf die Hand her, also so desensibilisieren, wenn man so will. Ne? Das erinnert mich ein bisschen an die Geschichte vom kleinen Prinzen mit der Annäherung am Fuchs, glaube ich, war das, ja. Genau. Bitte zähme mich. Wir müssen erst einander vertraut werden. Genau. Und gibt's Situationen, wo das nicht hilft? Oder Variationen? Oder ist das nur eine Frage der Dauer, dass man das verarbeiten kann? Naja, es ist, das eine ist wirklich, da reden wir jetzt einmal von so Trauma-Geschichten. Es gibt natürlich, wenn man zum Beispiel von lang andauernden, zum Beispiel Missbrauch oder sowas spricht, das geht bei Wein nicht so schnell, weil da ist ja einfach, das ist ja oft, da gibt's Menschen, da ist das über Jahre, oft sogar Jahrzehnte gegangen, also. Das ist dann etwas, wo man wirklich ganz basal überhaupt mit Vertrauensbildung anfangen muss. Und da gibt es überhaupt keine Garantie, dass du sagst, dann kommen wir irgendwann dorthin, weil
sehr viele Menschen haben einfach auch dann so eine brüchige Persönlichkeit, dass sie dann wieder wegbrechen. Was ist mit dem Fall, wo Themen in der Kindheit passieren, das dann ignoriert wird oder halt nie bearbeitet wird, weil das Kind ja das nicht weiß und dann als Erwachsener dann ausbricht oder was? Sind das dann ähnliche Formen von der Art und Weise, wie sich das manifestieren kann, im Sinne von plötzlich ist da, man kann nicht damit umgehen punktuell? Ja, ja, das ist, aber das hat, das würde ich sagen, das haben 90% aller Menschen, wenn nicht mehr. Das muss ja nicht so dramatisch sein, so, das ist eh, gibt, das ist eh das wunderbare Buch da von der Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden. Der Mensch hat ja drei Ich-Ebenen, ne? Die Elternebene, die Erwachsenenebene und die Kindebene. Und die Kindebene, die ist urlatent auch da. Und wenn dann gewisse Reize im Außen daherkommen, dann springt oft gleich einmal so das Kind-Ich wieder an und das zieht dann wird mit einem Nasenring durchs Leben und man verhält sich wieder wie ein Zehnjähriger. Das ist ganz häufig, das passiert zum Beispiel in Beziehungen, ist das fast Standard. Also ist es das, was manche aus Krokodilserinnerungen dann sehen oder ähnliches, was ich mir gehört habe? Ganz viele Menschen sind sich diese Kindheitsgeschichten überhaupt nicht bewusst, gar nicht. Das ist ja auch, das ist ein Hocken, dass man das ins Bewusstsein allmählich mehr bringt, weil das ist ja alles so verwoben, das sieht man nicht so einfach ganz klar. Aber ich sage einmal von Grundweg, ich bin kein Freund von Diagnosen. Ich mag's nicht. Es braucht's oft, ja, keine Frage, weil wenn jemand psychotisch ist oder Schizophrenie hat ausgeprägt, dann natürlich. Aber die große Gefahr bei diesen ganzen Diagnosen sind eben, dass sehr viele Menschen, wenn die einmal Diagnosen haben, organisieren sie sich ihr Leben und erklären sie sich ihr Leben um eine Diagnose. Ich kann das ja nicht, weil ich bin ja depressiv. Und ich möchte eh gerne, aber ich bin ja depressiv und bla bla bla. Und das ist tödlich. So kann man sich durchs ganze Leben immer wieder über eine Diagnose definieren. Und wenn man dann heute in der Gesellschaft so umhört, also was die Leute heute für Vokabular schon, Psychovokabular, also in der Früh, wenn ich schwer aus dem Bett komme, dann bin ich schon mal depressiv. Wenn mich wer gescheit schreckt in der Straßenbauer, dann habe ich Panikattacken. Wenn mein Freund daheim spinnt, dann ist er sowieso ein Narzisst. Also, das geht so ratzfatz und das ist sehr gefährlich. Ja, weil du sagst, wegen depressiv sein, ich habe das schon gehört bei 8-jährigen Kindern. Ja, das ist nicht ungefährlich. Also da muss man, darum sage ich, ja, wenn die Leute zu mir kommen, sage ich, ja, meistens haben sie eh eine Überweisung mit der Diagnose oder was dann schon mit, dann sage ich, ja, okay, ich registriere, ich schreibe es auf, aber und dann jetzt reden wir von ihnen als Mensch und nicht von ihrer Diagnose. Aber kann es nicht vielleicht auch oft so sein, dass Begrifflichkeiten falsch verwendet werden, wie zum Beispiel, dass sie einfach nur angeschlagen fühlt und natürlich. Natürlich. Also, das ist wie zum Beispiel das Burnout. Ich würde mal schätzen, geschlagene 50%, die eine Burnout-Diagnose haben kann. Die haben, von mir aus haben sie eine Depression ein Stück weit, von mir aus sind sie todunglücklich in ihrem Job, vielleicht sind sie äußerst unzufrieden in ihrer Beziehung, das soziale Umfeld ist zum Fleiner, aber nicht Burnout. Und so ist es bei so vielem anderen auch. Also, und das habe ich auch so ein Stück weit im aktuellen Buch von Aus dem Maus thematisiert. Wenn man sich heute das anschaut, heute ist so modern, ADHS, hyperaktiv. Wenn man schaut, da sitzen die kleinen Vierjährigen sitzen vor dem Fernseher und schauen sich SpongeBob oder was auch immer an. Die Bilder sind dermaßen schnell, wenn ich da 5 Minuten zuschaue, dann kriege ich selber einen Zierderer. Wenn ich mir ein Mickey Mouse von den 60er Jahren anschaue, da wirst du fast schlafen dabei, weil das so langsam ist. Und jetzt sagen wir aber, wenn ich
die doppelte Bildermenge jetzt da so einem kleinen Zwerg zumute. Ja, natürlich dreht es auf, als wäre. Das Gehirn und der Körper kann nicht unterscheiden zwischen äußerem und innerem Bild oder nur marginal. Für den Körper ist jedes Bild, das einem vorgesetzt wird, jetzt. Und wenn ich natürlich dann dauernd diesen her mache, also es dann so viele schnelle Bilder, dann ist der Körper permanent im Alarmmodus. Alarm heißt dann, ich bin im Stressmodus. Stressmodus heißt, die Immunabwehr wird runterreguliert, die Blutzirkulation geht in die Peripherie, weil wir jetzt Kampf- und Fluchtmodus haben. Das heißt, die Verdauung wird schlechter und so weiter. Und dann haben wir sogenannte ADHS-Leilen da, dann müssen wir es zum Doktor führen und da kriegen sie dann ein Ritalin, dass man es wieder oberbremst. Und dann, wenn es dann oberbremst, dann sitzt man es wieder zum Fernseher, dass es wieder aufjagt. Und Fernseher ist ja heute schon passé, heute ist es ja mit den ganzen sozialen Medien, geht ja das nur viel mehr. Also das ist dermaßen absurd. Aber es wird kaum drüber gesprochen. Also, aber ich sehe es immer mehr bei mir in der Arbeit einfach auch, wie speziell, insbesondere die jungen Leute, wie gaga die werden mit diesem ganzen sozialen Tralala. Also, unglaublich. Die können ja oft nicht mehr unterscheiden mit, was ist real, was ist fiktiv, was ist gestört. Und weil früher hat man gesagt, wenn du im Fernsehen rennst, ist es ja wahr, weil sonst würde sie nicht ausgestrahlt werden. Und ich habe oft das Gefühl, dass das auch junge Leute glauben, weil es auf TikTok oder auf YouTube ist, das muss ja so sein. Ja, und aber einfach auch, weil so eine fürchterliche Orientierungslosigkeit ist, dass es geht ja um, gerade bei den jungen Leuten, um Identitätsbildung. Und Identität bilde ich über Vorbilder und Nachahmung. Und wenn halt da jetzt alles so beliebig ist, das ist meiner Meinung nach ein zentraler Aspekt, warum wir auch diese ganze Geschlechtsdiskussionen haben mit was jetzt nur alles. Die Anzahl der Anträge für Geschlechtsumwandlung haben sie in den letzten 5 Jahren verzehnfacht. Das kann aber keiner verzögern, dass wir jetzt in den letzten Jahren so einen Gen-Mutation gehabt haben, dass jetzt auf einmal so viel davon auftreten, sondern bei ganz vielen ist es einfach ein kapitaler Ausdruck einer völligen Orientierungslosigkeit, dass ich nicht einmal noch weiß, bin ich ein Mandl oder Weibel. Und das ist hochproblematisch, weil wenn man sich nämlich anschaut, dann die Suizidrate nach Operation Geschlechtsumwandlung liegt bei ca. 50%. Sie liegt zwar vorher nur höher, aber das ist für mich dann nicht wirklich ein schlagendes Argument. Das ist okay, zuerst habe ich die drauf warten, da habe ich eine Rate von 70% und nachher das gemacht haben, die haben dann 50% Suizidrate. Ich meine, das ist doch ein Nonsens. Wie hat sich dann die Suizidrate oder generell die Missbrauchsrate erhöht oder erniedrigt oder was? Oder ist sie eher gleich geblieben die letzten 20 Jahre? Missbrauch, ja. Ich glaube, das kann man schwer beantworten. Ich glaube nicht, dass es heute. Ich glaube, ich würde mal schätzen, aber das ist rein Laienschätzung. Ich würde sagen, dass es beträchtlich weniger ist. Weil früher ist einfach nicht geredet worden darüber. Es gibt Täler in Kärnten oder so, in die Gebirgstäler, die sind als einzige Inzucht. Ich habe ja die Vermutung gehabt, dass, wie das vor 10 Jahren ungefähr losgegangen ist, dass dann plötzlich jeder Missbrauch angezeigt und angeklagt worden ist. Plötzlich war der Missbrauch da und davor war er nicht da. Aber in Wahrheit hat man ja genau gewusst, wer was gemacht hat und so weiter. Aber das ist halt so hip. Also dieses Kirchenbashing. Ich meine, die haben wirklich alles verbrochen, was nur zum Verbrechen war in der Geschichte der 2000 Jahre. Das ist keine Frage. Aber es ist halt recht hip, wenn man jetzt auf die so hinhaut. Aber die Kirche als solches ist ja auch nichts anderes als eine Ausgeburt der Gesellschaft ihrer Zeit. Und wenn ich so sage, von wegen wie viel Missbrauch, ich kann mich in Gespräche erinnern mit einer Frau, die gesagt hat,
die ist von 8 bis 17 durchgängig um und umgeben worden wie ein Jausensackerl und ist missbraucht worden von Onkel, Pfarrer, Bürgermeister und sonst was. Und wie die dann mit 17 sich endlich einmal traut hat, dass sie zur Polizei geht, dann hat sie vom Polizisten 2 Fotzen gekriegt und hat gesagt, du red nicht so schier und geh wieder heim. Und das ist halt jetzt aus 40 Jahren. Also von wegen, wie war es früher? Also ich kenne einiges an Fällen, sogar aus meinem eigenen Lebensumfeld von früher, wo ich aufgewachsen bin, wo ich über Umwege dann einfach gefahren ist, dass da einfach auch Missbrauch am laufenden Band gewesen ist. Also nur so keiner geredet drüber. Das war. Also dank den Medien ist es präsent. Ja, das ist ja auch gut so. Das ist eine Bewusstseinsbildung. Da ist sehr, sehr viel Positives in dieser Richtung passiert. Und da haben wir immer noch Luft nach oben. Aber man muss halt wirklich sehr, sehr sensibel auch mit dem umgehen, dass man da nicht zum Beispiel Gewalt und Missbrauch, zum Beispiel, wenn einen Topf schmeißt, das ist völliger Unfug. Weil Gewalt, wenn ich so zurückdenke, wie ich in die Schule gegangen bin, also da sind die Watschen, die sind ausgeteilt worden wie die Jausensemmeln. Das war aber nicht, dass man sagt, aha, welche Lehrer waren das? Das war bei den Eltern genauso gang und gäbe. Die haben zugehört, also Mitschüler von mir, die haben oft ganz gefleckert. In die Schule kam er vor lauter blauer Fleck. Das ist jetzt aus 40, 45 Jahren. Also das war selbstverständlich. Mein Großvater hat noch gesagt, wer mit der Rute spart, der verdirbt den Knaben. Und das ist aus der Bibel. Den kenne ich nicht. Ist aus der Bibel, aus dem Alten Testament, aber das war früher gängige Erziehungspädagogik. So war es. Also, ob es einem gefällt oder nicht. Und da gibt es nichts zu beschönigen. Aber darum, auf der anderen Seite möchte ich mich aber verwehren gegen diese Katastrophenstimmung heute zu erzeugen. Was heute alles nicht so. Ich finde, die Zeit, heute war es noch nie so gut in der ganzen Menschheitsgeschichte. Ich höre es immer wieder von Leuten sagen, na, in so einer Welt kann man doch keine Kinder mehr in der Welt sitzen. Dann frage ich mich wieder, welcher Zeit waren leicht die optimale gewesen? Wenn man es geschichtlich sieht, haben wir jetzt die längste Zeit an Frieden in Österreich, Deutschland und der Schweiz seit 40 Jahren. Ja, also von dem her sage ich, es ist die allerbeste Zeit, die man jemals gehabt, die es jemals gegeben hat, meiner Meinung nach, in der Menschheitsgeschichte. Und ich habe ja so eine schöne Episode erlebt, da bei einem guten Späßl von mir. Der hat seiner Frau, die sehr negativ und katastrophenmäßig aber wieder denkt, zu Weihnachten ein Buch geschenkt mit lauter positive News. Die hat ihm das um die Ohren gehauen. Du mit deinem positiven Lalala. Also die will das überhaupt nicht hören. Und das habe ich eher so in dem neuen Buch eigentlich geschrieben. Es hat ja mal in London einen Verleger gegeben, der hat einen Verlag gegründet mit einer Zeitung, die nur positive Nachrichten gebracht haben. Die war nach 3 Jahren war die weg. Die hat kein Mensch gekauft. Das will keiner wissen. Man muss sie ja aufhängen, man muss ja sie vergleichen und man muss feststellen, es geht einem besser als mit dem, der da in der Zeitung steht. Ja, ich beobachte mich ja selber auch, wenn ich so schaue, wenn man irgendwann mal fahrt ist und ich sitze dort beim Mittagessen in einem Lokal und dann sehe ich da eine Kronenzeitung liegen, dann gehe ich mal hin und schaue mir es an. Und immer ist es so, wenn ich fertig bin und Zuschlag spüre, so und jetzt geht es mir schlechter. Und dann denke ich mir, Mann, du bist ein ausgewachsener Trottel. Das müsstest du eigentlich schon lange wissen, dass da hinten nachher schlechter geht. Also wieso tust du das? Ja, weil man fad war.
Und bis eine negative Katastrophenbestimmung alles fährt. Aber heißt das auch im Umkehrschluss, wenn du dir jetzt einen Kinofilm anschaust oder einen Fernsehfilm, der sehr dramatisch behaftet ist, dass dann ein ähnlicher Effekt ist? Ja, darum tue ich schon sehr wenig schauen, weil ich mir oft... Ich finde zum Beispiel, ein gutes Beispiel für mich war Games of Thrones. Ich finde die Aufmachung von diesen Dings finde ich super. Aber ich habe nach der dritten Folge habe ich aufgehört, weil man denkt, so grauslich, das gibt's ja doch nicht. Das kleine Dirndl sticht im vorderen Daumen aus, der andere wird kalt. Wo ich sage, hä? Nein, das tut man nicht. Wobei es eigentlich erst ob der sechsten Staffel schlecht geworden ist. Weiß ich nicht, so weit bin ich weit gekommen. Ich finde, wie gesagt, die Schauspieler und so, das ist alles wirklich klasse, aber diese unglaubliche Brutalität, das führt meiner Meinung nach schon auch zu einer vermehrten Desensibilisierung, aber mehr oder mehr dann. So wie Quentin Tarantino, dann verkauft man das nur als Kunst, weil man schockieren will. Ja, genau. Ja, sicher. Man will verkaufen. Und wenn es nicht über eine Kübel weiß Blut spritzt, kauft es keiner, schaut es keiner mehr an. Ja, man braucht einen Peak, ja. Genau. Nein. Aber das merke ich, wenn ich merke, oh, da geht es mir noch ein schlechter, dann tue ich mir das nicht mehr. Wenn jetzt zum Beispiel, kommen wir mal zurück zum Rollenspielen, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Runde bin, wurscht jetzt, ob ich spiele oder nicht, weiß nicht, ob du jemals einmal Rollenspiel gespielt hast im klassischen Sinne. Nein, ich habe nur Impro-Theater habe ich mal eine Woche gemacht. Wenn ich es feststelle, einer Person geht es schlecht kurzfristig, oder wie kann ich daran erkennen, dass vermutlich da irgendwas getriggert wird, ohne dass die Person mitteilungsbedürftig ist? Gibt es da irgendwelche Anzeichen, wo ich sage, okay, gut, wenn mir das auffällt, auch als Nicht-Mediziner, Therapeut oder irgendwas, wo ich sage, okay, gut, wir halten jetzt da ein? Erkennung. Also, ich wünsche es kann, dass das passiert, aber ja, dennoch, es kann passieren. Ja, sicher. Tue ich mir schwer, also da wirklich eine profunde Antwort zu geben, weil das ist... Das zu erkennen, ich glaube, ich würde halt aber vorweg sagen, okay, wenn da jemand jetzt wirklich merkt, buh, was macht, was fährt da jetzt da für ein Programm mit mir, dann bitte schön wirklich so ein Stoppzeichen geben und sagen, halt, jetzt, weil wenn man da von außen so quasi über einen Schiedsrichter oder einen Beobachter braucht, der sagt, ja, kippt man da eh keiner weg, ich weiß nicht, wie viel Flow dann in diesem Spiel dann noch bleiben kann, weil das weißt nie. Mir geht es ja immer in die Richtung um das, wie wir vorher gesagt haben, es könnte ja sein, dass irgendwas, Erinnerung angetriggert wird, von dem man selber nichts weiß oder vielleicht nicht damit rechnet, dass dann so... Ich würde schon meinen, man darf auch so Spielleiter oder sowas voraussetzen, dass einfach jemand kommt, der eine gewisse Grundstabilität mal mitbringen muss. Mhm. Weil das ist schon klar, wenn man da in diverse Rollen reinkommt, dann erschüttert das ganz schnell mal auch das eigene Ego. Das ist ja ganz klar. Das ist ja, finde ich, das Reizvolle an, ob jetzt Rollenspiel oder Impro-Theater oder Psychodrama, weil man aus seiner gewohnten Ego-Zone jetzt einmal aussteigt und in ganz andere Rollen reinkommt, die einen ganz schön fordern können. Und das kann auch Angst dann machen, nicht? Weil, was weiß ich, wenn ich jetzt da einen kleinen Buben spüle und der andere ist ein Prügelvater und ich bin als kleiner Bub verdroschen worden nach Strich und Faden, dann kann das mich schon ganz schön die Knie flattern lassen. Ja. Aber das vom Außen her zu erkennen, ist ja die nicht so recht. Okay. Also gegenüber früher spricht man heutzutage schon ab, ungefähr um was geht inhaltlich, damit man da ein bisschen was rausnimmt.
Genauso, wie du vorher die Spinnenangst angesprochen hast, im Sinne von, klopft man ein bisschen an, gibt es irgendein Thema mit Spinnen, gibt es irgendein Thema mit Clowns zum Beispiel, gibt es irgendein Thema mit Haustiere oder Kindern zum Beispiel, gerade bei Lovecraft mit irgendwelchen Opferungen oder solche Sachen, wo man dann schon ein paar Sachen kriegt, genauso so Themen, was wir schon gehabt haben mit Verstümmelungen oder sowas. Wobei man sagen muss, Verstümmelungen eher an der Person selbst und nicht an anderen, so nach dem Motto, einen anderen kann man eh umbringen, aber solche Geschichten. Also es gibt da schon alle möglichen Variationen und Tendenzen. Und ich glaube, das, so wie du auch gemeint hast mit der Kompetenz vom Spielleiter, das ist einfach was, was man heutzutage schon ein bisschen anders angeht, als wie nur vor 10, 20 Jahren oder sowas. Ja. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn man wildfremd irgendwo dabei ist, dass man die vollen Geschütze auffährt, was das betrifft. Ja, eben. Ich glaube, das muss man so einmal behirnen. Und das, ich denke mal, wenn man ein bisschen Erfahrung hat als Spielleiter oder so. Weil es ist natürlich, ich habe es zum Beispiel in der jüngsten Ausbildung hat man ja auch zum Beispiel das Märchenspiel, Märchendeutung. Und da kommst du halt schon, wenn du da gewisse Figuren hernimmst, da kommst du mit archetypischen Energien in Verbindung. Und da, wenn du da richtig reinkommst, da wird es aber happig. Also das geht dann bis hin zu Synchronizitätsphänomene, wo dann plötzlich Sachen runterfallen, wo plötzlich, ich weiß, einmal haben wir das gespielt, den Tod als Gevatter. Da hat einer, der hat die Rolle vom Teufel gehabt und der hat, und wir, bevor wir spielen anfangen kriegt, das war noch in die 90, Ende 90er oder Anfang 2000, kriegt der MMS mit nur ein Büdel und drunter Devil. Nicht wissen woher, kein Absehen, nur das Büdel. Das nenne ich klassisches Synchronitätsphänomen, das gibt's immer wieder. Und mit dem muss man halt dann auch immer rechnen, dass man überhaupt, wenn man so, immer so Götterfiguren spielt oder so, dass man schon zum Beispiel in Dionysos oder was spielen, da heißt's gut aufpassen, weil da kann's schon sein, bis hin zu psychoseähnlichen Zuständen. Und da kann man aber pumpelgesund sein, also da kann man stabil sein, wie man will. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, welche Energien zapft man da mit diesen Rollen. Das heißt, am besten ein bisschen seichter anfangen und nicht sich massiv reinhauen. Ja, weil da kann man sich ziemlich was reinziehen, also muss man schon ein wenig aufpassen. Mit den Archetypen darfst du nicht spielen. Das kann gescheit ungemütlich werden. Es hat mich gefreut, dass du Zeit genommen hast dafür und uns so einen tiefen Einblick gegeben hast, auch wenn ein bisschen anders gerannt ist, als was ich glaubt hätte, aber dennoch viel interessanter sogar noch, als ich das, was ich erhofft habe. Und ich bin schon gespannt auf die erste publizierte Folge vom Podcast. Ja, gefreut mich. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Danke dir. Dankeschön.